So, endlich scheint es ja auch loszugehen. Resets sind gekommen, alle Spiele sind endlich drauf. Hier muss irgendwie noch Reboot gemacht werden, dort noch ECA-Client-Probleme und hast du nicht gesehen. So, diesmal darf auch ESC wieder mal als City starten, durften sie ja vorhin gegen Maus auch schon. Ursprünglich sollte das Spielchen mal hier um 21 Uhr gespielt werden, wurde dann aber auf 22:30 verschoben. Jetzt haben wir es 22:51, also gut 20 Minuten Delay. Ich hoffe trotzdem, ja, was hoffe ich eigentlich, dass es hier ein recht spannendes Spielchen wird, auch wenn ich glaube, dass ESC hier schon gut drüber fährt. Pascha hinten am B Fürst wegsetzen können. Kupo ist da. Macht er eher so den Sonics-Move. Ah, Runde sieht gar nicht so schlecht aus für ESC. Für Aces, für Spanier. Neo auch Probleme. Und gute Pose von dem C. Oh, schöner Headshot von Taz. Ach du Kacke. So, wollen sie denn einen rushen? Genau die richtige Entscheidung. So ein Whisk mit der Bombe. Whisk heißt ja eigentlich nur. Aber beide ESC-Spieler richtig low. Bombe kann auf jeden Fall schon mal legen. Schauen, ob sie ihn rushen. Oh, er hat abgebrochen. Tess jetzt im 1 gegen 1. Oh, Tess hat sogar mehr HP als er. Er weiß, dass er am Spot ist. Und Tess macht sehr schön. Fadenkreuz gar nicht weiter angefasst, sondern einfach nur nach links gezogen. Und ihm dann den restlichen Hit gegeben. Den letzten Hit, den er da gebraucht hat. 1 zu 0 ESC. So, mal schauen, ob die Spanier mehr Kreativität besitzen als Maus. Und die vielleicht ESC ein bisschen unter Druck setzen können. Ja, heute nur das Deins. Wird auch die nächsten Tage noch so weitergehen. Spieltag 3 und 4 noch nicht abgeschlossen. Da folgen auf jeden Fall noch einige Matches auf D2. Bin dann aber genauso froh, wenn das alles vorbei ist und wir wieder auf relativ ernsthafte Maps kommen. Wobei man sich natürlich jetzt auch drüber streiten kann, ob Mill so eine ist. Aber immerhin besser spielbar als D1. So, Aces konnten ja kaufen. Dadurch, dass sie Bombe legen konnten. Der geht dann direkt mit Druck. Auch unten sind sie aggressiv. ESC noch nicht ganz weggedrängt. ESC hält dann noch offensiv. Und Lot hinten mit dem Duell an der Brücke kann zwei Gegner ansagen. Pascha, schöne Smoke auf die Schräge. Die hilft Test jetzt enorm. Boah, richtig gute Smoke von Pascha. Hat so gut geholfen. Nagelian, boah, schöne zwei Headshots. Ne, es war sogar Mann und Wagenshot. Da wird der Spanier nicht mehr viel machen können. Boah, netter Laufweg von Taz. Richtig, richtig stark. 3-0 ESC, drei Waffen verloren. Aber es würde hier nicht kaufen können. Gefällt mir aber, dass sie relativ zügig spielen. Auch vor allem über die Mitte ein bisschen Druck machen, da nicht die ganze defensiv stehen, so wie die anderen Teams vorhin immer. Mal schauen, ob hier ein paar T-Runden bei rumkommen. Letzter Mann. Kann aber nichts mehr ausrichten.
Also zerstört wurde Aces jetzt nicht, finde ich. 16-7, ja, wobei. Ja, alles unter zweistellig ist eigentlich Murks. Alles unter 5 Runden kann man fast schon als Zerstörung betrachten. So, Abe bei Torpe. Auch Abe bei Neo. Abe auch bei Viz. Also vielleicht das ist die Chance hier, die Mauer von ESC irgendwie zu durchbrechen. Und auf jeden Fall schon mal den First Pick setzen an Neo. Kuben mit Abe. Ah, hat sie wahrscheinlich von Neo gepickt. Tess wieder mit einer totalen Sports of Steel Move dort. Oh, wird aber gecheckt von Torpe. Ganz stark. Tess hat da, glaube ich, gerade mit Lord kommuniziert, der da wohl hätte ablenken sollen. Hat er nicht gemacht, aber Position nicht bekannt. Kriegt demzufolge auch einen Frag. 2-gegen-2 Situationen. Beide quasi mit 1-on-1. Lord trifft da gleich auf den nächsten und Pascha müsste rechts auf den. Oh, der schiebt nochmal über. Über Antipad da hinten. So, Lord schiebt sehr gut. Pascha wartet da die ganze Zeit. Mit schlechtem Timing stirbt Lord dann. Aber er hat richtig gutes Timing. Oh, krasse Runde von Torpe. Zwei wichtige Frags. Oh, und nochmal ein Hit gegen Pascha. Sehr starke Runde von Torpe. Bombe auch so gelegt, Pascha da nichts ausrichten kann. So, und jetzt auf die Long Distance. Richtig, richtig gute Runde von ihm. Vom Torpedo. Keine Ahnung, ob er wirklich so heißt, aber sein Nickname hier Torpe. Weiß nicht, ob das eine Abkürzung ist. Dennoch, schöne erste Runde. Kann sich sehen lassen. Kleine Misskommunikation da auf jeden Fall bei Tess und Lord. Wieder mit. Legt er direkt an und kriegt doch den ersten. Sehr stark. Aber eben klappt das halt. Bei Kerrigan hat es vorhin leider nicht geklappt. So, ich bin da oben aggressiv. Ist davon offensiv. Tess. Also Tess will auch immer die Frags. Ein sehr, sehr aggressiver Spieler ist er geworden. Oh, schöne Headshots. Nice. Krasse Runde von ihm. Ghost, let's do it. Gesnackt von Neo. ESC schaltet direkt um, macht den Raum dicht. Nutzen auch ihre Spawns. Ich glaube, Pascha hatte auch Top-Spawn. Sonst hätte er den Move wahrscheinlich nicht gemacht. Andere Frage ist, was ist hier wirklich Top-Spawn? Steht man eigentlich immer so? Gute Frage. Müsste man mal beobachten. Übernimmt er innen. Gucken, den ersten machen können. Boah. Sehr stark. So deckt man da. Nicht zu def, nicht zu off. Und einfach Aiming spielen lassen. Was habt ihr denn eigentlich immer mit Gemüsekeksen? Woher kommt das bitte? Gute Flash gegen Neo. Sogar schon Ansätze von Map-Verständnis vorhanden bei Aces. Ach, sehr schön. Der Schlitz ist einfach so imbar. Da muss man als T wirklich unglaublich aufpassen, wenn da ein Smoke liegt, dass man sich da nicht in Sicherheit wägt. Erwähnt. Den noch bekommen hat da im Drop. Oh. Pascha, noch mal erfolgreich da im Schlitz. Ich frage mich wirklich, warum die Teams nicht viel mehr Druck auf den A aufbauen. Viel mehr Druck auf die AWP. Mit einer Smoke hinten ist ja so gut wie schon ausgeschalten.
Also wirklich eine tiefe Smoke. Dann einfach mal irgendwie Contact A oder sowas würde mich freuen. Schauen, ob wir sowas noch zu Gesicht bekommen. Eko. Pascha hält er da wieder rein. Gut Probleme da bei ihm. Aber einen Frack hat er noch bekommen. Die TS waren dann schon zu weit vorn, als dass es gerechnet hätte damit. Stark für TS mal wieder. Aber auch keine Probleme von ESC dann dort den Go abzuwehren. Aber wurde die noch gepickt? Jo, Kuben hat sie sich geholt. Wird sie jetzt Pascha wahrscheinlich legen. Er steht leider ganz hinten. Scheinbar steht man wirklich immer so. Also gibt es hier keinen wirklichen Topspawn. Neo den First. Pascha hält er die ganze Zeit hier rein hinten. Diesmal steht da aber keiner. Also Ace scheint ja wirklich schon sich drauf eingestellt zu haben. Oder beachten das jetzt halt, dass da keiner mehr steht. Boah. Krasser Headshot von Drift King, aber gucken wir den halt locker haben müssen. Gute Ausgangslage jetzt für Aces mal. Oh, Tess muss ja sterben. Schade, er kommt weg. Aces ist zu spät realisiert, dass er dort offensiv ist. Oh, schön vor die Smoke gezielt. Boah, der hat das sogar doch einen bekommen. Ich dachte schon, da ist keiner mehr bei rumgekommen. Boah, Lord! Lord! Was machst du denn? Eieiei. Er hat auch nicht mehr viel Munition. Ja, starke Runden von Drift King. Vor allem ein krasser Headshot-Ding hat das. So ein typischer Reaktions-Headshot. So, die TS scheinen auch immer gleich zu stehen. Ja, hier steht man auch immer gleich. Das finde ich auch ein bisschen schade in Go. Irgendwie sind die Spawns sehr unabwechslungsreich. Also eigentlich überhaupt nicht abwechslungsreich. Da war in 1.6 viel mehr Spielraum. Pascha hat anscheinend wieder guten Spawn. Diesmal verschießt er. Ich glaube, das erste Mal, dass er sich verschossen hat. Ansonsten wieder normaler Aufbau. So, warum jetzt zum Beispiel nicht einfach mal davor schleichen durch die Smoke? Richtung A. Zuerst steht er wahrscheinlich wieder in der Smoke, ja. Gegen Ghost. Tess. Ach, instant die Hits. Ach, knappe Runde. Wieder 3 gegen 3. Und ist sie sogar richtig angeschlagen. Pascha der Einzige noch mit 4 AP. Ach, Neo aber mit gutem Timing. Ach, er geht direkt hier. Er geht direkt weg. Also geht er überhaupt kein Risiko weiter ein. Okay, fake das zumindest. Sagen noch einen, weiß, wer der letzte ist. Tess macht sie auch direkt wieder den Raum dicht. Oh, wieder ein super Laufweg von Tess. Einfach perfekt, dieser Junge. Einer der besten bei ESC eigentlich sogar, wenn nicht sogar der beste Spieler bei ESC in Go. Unglaublich stark geworden. Der Victor. Es ist wirklich gut, wenn die Spawns wenig abwechslungsreich sind. Ich weiß nicht. Ich fand das gut. Kann man viel mehr variieren, viel mehr auf Spawns irgendwie aufbauen. Ja, kann man halt sehen, wie man will, ne? So, Pascha mit Problemen. Ja, was sage ich denn? Problem ist noch was anderes. So,
Mike Boom ja auch da ist. Er wollte schon das Messer zücken. Oder hat es schon gezückt. Ja, B ist safe bei SC. Zwinker, Zwinker, Mausputz, Zwinker. Nachdem wir 1 Million Viewer geknackt wurden. Das sind keine Viewer, das sind Aufrufe, glaube ich. Also Kanalaufrufe. SC hat, glaube ich, ein bisschen Hobby-Modus jetzt angemacht. Wobei, ich bin da immer noch weiter in Standard. Tess kriegt wieder Hits, stirbt wieder nicht. Oh, Neum einfach mit perfektem Teamplay. Weiß genau, dass Tess sich gerade im Rückzug befindet. Zielt dann unten ab. Also, wahnsinnig gut, wie SC hier schon spielt. Auch auf so einer Map, einfach, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also man merkt, gute Teams spielen doch einfach gut auf einer Map, die sie nicht kennen, die nicht oft gespielt wird oder eigentlich nie gespielt wird. Können sie sich trotzdem gut drauf einstellen und ihre Sache runterspielen. Gut einfach die Gegebenheiten nutzen. Nichts gegen Aces. Zwei Waffen unten waren es schon, die sie geholt haben. Das hat Maus zum Beispiel vorhin nicht geschafft. Die haben nur die 3 Runden durch die Pistole gewonnen. Ja. Ist es vielleicht auch hier erfolgreich? Nee. Schade. Pascha hätte noch killen können. Gut sein, dass es geht. Irrlässig. Aber die bringen mir ja irgendwie nichts. Also es sieht zwar schön aus, da 1 Million stehen es an. Blockt. Ah, ich glaube, die Kiste ist zu dick. Da hinten. Der ist schon wieder richtig aggressiv. Oh. Das war Probleme bei Tess. Jetzt auch bitte schönes Timing. Aber Kuben strahlt. Kuben. Schön mit Egel angelt die Waffe. Aber das wird zu spät sein. Ja. Wahnsinn, schon 3 Runden. Erste Halbzeit somit vorbei. Kann sich sehen lassen. Sollte Aces die Pistole geholen. Sehe ich sogar ganz gute Chancen. Zumindest, dass sie nochmal rankommen. Lord ist MMMMM, ja, aber ist eh egal, weil sie so benannt werden, wie sie ESEA heißen, soweit ich weiß. Bin ich mir gar nicht sicher. Ob das auch in so League-Matches ist. Also wenn du Pack spielst, dann wirst du ja so umbenannt, wie du auf der ESEA-Seite heißt. Streamer kann sogar einen Vertrag belegen oder sowas. Aha, okay. Naja, wenn du jedes Mal wartest, bis der Stream die eine Pre-Roll-Ad gespielt hat, dann quasi ja, doch. Das stimmt. Alte 4 sollten sich viel mehr Leute zuerst nehmen. Vor allem Alte 4 Games.
guter Egging Wiss. Oh, Sniper Pad. Gute Deagle von Ghost. Not. Oh, ja, easy frei. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Drift ging letzter. Schade, Pistol hätte ich auf jeden Fall noch gegönnt. Ja, Driftkin will der wieder lieber ein Schläfchen machen. 13-3. So, jetzt vielleicht mal Pump oder so. Ist ja nett. So Max 7 alle. Ich glaube, das Geld reicht da nicht. Tuscan ist angeblich schon in der Mache. Aber ja, bisher weiß man nicht so viel drüber vom Brute. Er hat, glaube ich, nicht so viel Zeit gerade. Ist aber auf jeden Fall gerade die heiß erwartetste Map, soweit ich weiß. Muss man einfach abwarten, bis der Brute sie veröffentlicht. Passiert hoffentlich noch in diesem Jahrhundert. Bei mit Mill hat man natürlich jetzt schon eine relativ gute Alternative. Mal gucken, welche sich dann noch durchsetzt. Aber wenn Brute da richtig viel Arbeit reinsteckt, wenn sie richtig hübsch ist, wenn sie richtig gut spielbar ist, dann wird, denke ich, Tuscan da die Nase auf jeden Fall vorn haben. Das hier hat halt Tuscan. Ja, es gibt so eine inoffizielle Tuscan-Version. Die kommt aber nicht von Brute. Wenn sie einer machen muss, dann Brute. Und er ist auch dran arbeiten. Von ihm kommt die Map ja auch. Weil jede Kopie, die da kommt, ist eigentlich nur geklaute Idee. Boah, schöne Farmaster von Ghost. Merke ich jetzt gerade erstmal, dass sie alle Farmers gekauft haben. Auf jeden Fall bisher eine gute Entscheidung. Nur noch Tess und Lord am Leben. Tess war heute bisher ein Beast, aber auch ein Beast kann mal Headshot kriegen. Schöne Farmers. Farmers Action. Schade, ein bisschen AFK gewesen. Oh, oh Mann, Torpe. Vielleicht auch ein bisschen fahrlässig, sich so zu zeigen an der Kante. Oh, eh, jeder T pre-aimed. Oh, so schnell kann es einfach mal gehen, dass die B-Deckung fällt. Keine Chance dafür, Gillian. Schnelles Opening von ESC und die Runde sogar fast schneller vorbei, als sie angefangen hat. Ich hab ein Tuscan-Tattoo auf dem Internet. Ja. Oh Mann. So, vermeintlich letzte Runde. Was haben wir hier an Equipment? Farmers. M4. M4. Na, mal gucken. Boah, ne MX7. So, das ist das Gute an den HEs. So. Boah, Ghost mit gutem Move. Hat sich da durchgeghostet. Hätte vielleicht noch einen Ticken warten müssen. Boah, schöne MX7-Action. Oh, Ghost. Boah, nice. Schöne Runde von ihm. Schöner Push da unten durch die Smoke. Hat quasi seinem Namen alle Ehre gemacht. Mal kurz Invisible Mode angemacht. Und sich da durchgesneakt. Tarnumhang drüber und ab in die Reihen von ESC.
Sniper, ey. Na. Ach, schöne Action von Liz. Nice, schöne Mac 7. Komm schon, hol den dritten auch noch. Drift King auch mit Mac 7. Also Mac 7 vielleicht Endgegner für ESC. Gut, überwerten sollte man sich. Ist eine Eco. Aber hey, haben noch ein paar CD-Runden geholt. Ist immer noch möglich, das Spiel zu gewinnen, da es kein Draw gibt, sondern Overtime gespielt werden würde. Falls es hier zum 15-15 Spielstand kommt. Die Spanne schon doch relativ gut Druck. Ah, schön von Wiss. Nimmt er seinen zweiten. Oh, Ghost unten. Nice. Du bist immer noch da oben offensiv. Ghost mit seinem nächsten. So, Neo. Gegen 3. Gegen 4. Jetzt gegen 3. Ah, jetzt gegen 2. 29 AP. Aber Wiss. Überragende Mac 7. Beste Mac 7-Spieler der Welt? Fragezeichen. Schauen, ob er sie behält. Läuft eigentlich so gut mit der Waffe. Ja, behält sie einfach mal knallhart. Warum auch wechseln? Okay. Dropped. Was ist denn das? Eine Arme? Ne, die Scout ist das. Sogar Cutters direkt rein. Boah. Ah, ekel, leck schon wieder. Aber läuft gut jetzt für Aces. In der nächsten Runde. Nächste Eco-Runde für ESC. Komm, hol den dir. 2,50 ist gefährlich. So, ESC hat jetzt zweimal gespart. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genügend Asche. Mal schauen, ob sie den Sack jetzt direkt zumachen können. Ach komm. Lief doch so schön heute mit allen Runden zu sehen. Und jetzt auf einmal der Abbruch. Ach, bitter. Letzte Runde hätte ich schon gern noch gesehen. Um einfach zu schauen, wie ESC da drüber fährt. Schade, aber gerade an ESC, die heute beide Spiele gewinnen konnten. Schade in Aces haben aber ganz gute Action gezeigt als CT. Auch 3T-Runden präsentieren sich auf jeden Fall nicht schlecht. Zumindest besser als Maus. Leider, leider, leider. Mal schauen, wann die ihren ersten Sieg einfahren.